Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge, zum zweiten Tutorial, wie baue ich mir eine Map. So, ich habe schon mal ein bisschen was gemacht, während ihr nicht dabei wart. Und zwar bin ich in den MyMod-Map-Ordner gegangen, in den Ordner Maps, in den Ordner Textur und habe mal die kompletten Texturen geändert. Sprich, wenn ihr den Pfad nehmt, so wie ich gerade, gehe ich mal in den Foliage-Ordner, ich mache das mal ein bisschen anders hier, und habe mir quasi die Pflanzen optisch geändert und auch die Böden und Co. Wenn ihr jetzt irgendwo eine Textur habt, sagen wir, ihr habt auf der OGF Bayern Map die Textur von dem Gras, findet ihr so mega geil, dann geht ihr auch in den Map-Ordner von der OGF Bayern, sagen wir mal, vorher entpacken natürlich, ist klar. Sucht die Textur, sagen wir Gras für Gras, Mais für Mais, Barley für Weizen, ach für, ich glaube Weizen oder Gerste ist das. Nee, Wet ist Weizen, Barley ist Gerste. Oder halt Sugar Beets für Zuckerrüben, Potato für Kartoffeln und. Zieht euch die quasi da raus und schiebt die quasi nur in eure Map-Ordner rein. Dann wird er sagen, hey, die Textur gibt es hier schon. Ist aber nicht schlimm, einfach kopieren und ersetzen und schon habt ihr quasi neue Texturen im Ordner. Was ich auch gemacht habe, ich denke mal, ihr kennt noch alle die Standard-Map mit den Standard-Texturen. Sieht bei mir jetzt schon wieder ein bisschen anders aus, weil mir gefallen diese Standard-Texturen einfach nicht. Ich kann nichts dafür, aber sie gefallen mir einfach nicht. Ich finde sie hässlich. So, wie ihr seht, das Gras ist anders, die Dirt-Textur ist anders. Die Straße hat noch den gleichen, aber zum Beispiel auch hier die Rock, quasi die Rock-Textur ist anders. Mal gucken hier, die Asphalt-Textur ist anders. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch für Texturen hier? Wir haben noch im Dorf irgendwo noch dieses Cobblestone. Hier quasi das Kopfsteinpflaster ist auch anders. Sieht das, er hat eine andere Form einfach. Es sieht einfach besser aus, mal ganz ehrlich jetzt. Und ich finde schon alleine das ist es wert, dass man sagt, boah. Ne, das macht jetzt schon mehr Bock, die zu zocken. Und was ich halt noch ganz neu gemacht habe, ich habe eine andere Maistextur genommen. Wie ihr Pflanzen setzt, das werde ich euch jetzt zeigen. Das ist nicht schwer, keine Sorge. Also, ihr geht oben auf den, boah, nein. Ihr geht oben auf den Terrain Foliage Paint Mode. Anschließend geht ihr auf Window. Dann geht ihr auf das Terrain Editing. So, jetzt habt ihr einen Haufen von Regler, Auswahlmöglichkeiten und Co. Sagen wir mal, also ich kann euch die Codes in die Beschreibung reinschreiben, welche Codes ihr hier in diesem Fenster anklicken müsst, um welche Pflanzen zu verlangen. Wichtig ist, dass wenn ihr Pflanzen setzt, dass der Texturlayer immer auf Dirt steht und der Foliage-Layer immer auf der Pflanze quasi, die ihr haben wollt. Wir nehmen mal jetzt einfach Mais. Mais ist ja immer gut und gerne gesehen. Und aus Erfahrung weiß ich, der Mais-Code ist 0256. Et voilà, wir haben Mais. So, aber hier könnt ihr, sagen wir noch, den Radius einstellen. Der ist für euch jetzt erstmal nur wichtig, wenn ihr Pflanzen setzt. Und halt, was noch ganz cool ist, wenn ihr eckige Felder habt, könnt ihr im Brush-Typ rund oder Squared quasi eckig einstellen. Das ist vielleicht hier ganz nice, weil wir haben die eckige Felder. Wenn man das mal guckt, mit dem Mausrad kannst du das groß und kleiner machen und mit der Maus, ohne die Alt-Taste zu bewegen, halt bewegen. Wenn wir mal jetzt hier gucken, jetzt mal zack, hier haben wir mal ein bisschen Mais gesetzt. Auch die Grundtexturen wollte ich auch noch sagen. Hier, wenn ihr das Terrain ändert, dann ändern sich automatisch auch die Texturen vom Feld quasi. So, wir haben jetzt hier mal ein bisschen Mais gesetzt. Na, machen wir mal ein bisschen Mais. Und zack. Was man auch noch natürlich machen kann, ist, dass man kann jede Art von Pflanze setzen. Ne, ich will nicht in die Animation. Man kann jede Art von Pflanze setzen, die man will. Zum Beispiel, wir können auch auf Dirt. Und dann gehen wir oben auf Grass. Grass ist 126 der Zahlencode. Dann gehen wir hier wieder runter und machen uns ein bisschen Gras. Was vielleicht noch,
wissenswert oder erwähnenswert wäre, ist, wenn ihr Gras haben wollt, wo ihr sagt, boah, nee, ich fahre da und da am Feldrand immer entlang und dann mähe ich das immer weg und nee, und das soll da nicht gemäht sein, aber da schon und bla und blub und hast du nicht gesehen, ist auch kein Problem. Ihr gebt einfach hier 1, 2, 6, aber ich glaube, da musst du die 2, war das, glaube ich, weglassen. Ja, die 2 musst du weglassen, dann ist das Gras nicht mähbar, quasi. Es ist dann, man kann es einfach nicht mähen, es ist einfach weg, so. Aber wenn ihr euch jetzt natürlich eine Wiese anschaffen wollt, quasi eine Wiese erstellen wollt, für Milchzucht, Viehzucht und Milchzucht, nein, wir züchten noch keine Milch. So, dann füllen wir die Wiese erstmal komplett aus hier. So. Jetzt wollt ihr natürlich, weil, mal ganz ehrlich, nur die Wiese hier, das ist noch keine richtige Weide zum Mähen, weil das Feld noch drunter. Da geht ihr dann jetzt auch wieder auf den Foliage Paint Mod, geht von Dirt runter auf Gravel, Gravel kennen die Sicherheit, mit Sicherheit die meisten, und gehen auf Terrain Detail. So. Wenn ihr jetzt die rechte Maustaste klickt, habt ihr die Feldtextur, macht ihr quasi weg. Mit der linken Maustaste macht ihr sie hin, mit der rechten Maustaste macht ihr sie weg. Dann machen wir die mal ganz einfach weg jetzt, weil die brauchen wir jetzt gerade nicht. Na? So. Ja, die Striche, die verschwinden, sobald ihr es einmal gesaved habt. Weil ein bisschen nervig sind sie ja, mal ganz ehrlich. So. Zack, das war es schon. Jetzt habt ihr hier, wo vorher ein großes Feld war, habt ihr jetzt eine schöne große Wiese, wo ihr auch mähen könnt. Das gemähte Gras könnt wieder oben zur Kuhweide, unten zur BGA, zu den Schafen. Und ich glaube sogar, du kannst es hier sogar verkaufen, wenn mich nicht alles irrt. Weil ich weiß nicht mehr genau, dass du hier Stroh und so verkaufen kannst, weißt du. Weiß man aber, ob man das Gras verkaufen kann? Ich weiß nicht. So. Das war es erstmal zu den Texturen, würde ich sagen. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, Anregungen habt oder sagt, boah, ne, ich will jetzt, sagen wir, vom Raps die und die Textur drin haben, ich pack das aber nicht, ist kein Problem. Sagt mir einfach, welche Texturen ihr in welchem Map haben wollt und ich mache euch darüber auch ein Tutorial-Video, ein 2.1-Video quasi, weil das ist ja die zweite Folge. Und wenn ich euch in dieser Folge noch was erklären soll, werde ich es immer so machen, dass das halt von meinem zweiten Tutorial ist, aber dann kommt halt noch eine zweite Folge über die zweite Folge, wo ich euch dann ins einzelne Detail das erkläre, was ihr wissen wollt. Das ist alles gar kein Problem. So. Ich hoffe mal, ich konnte euch weiterhelfen und es klappt eigentlich alles so weit, wie ihr das haben wollt. Wenn es nicht der Fall ist, meldet euch einfach bei mir, schreibt in die Kommentare unten oder meldet euch bei Facebook, bei Motostar und in den ganzen anderen Verlinkungen, die ich unten verlinkt habe, unter dem Video in der Beschreibung. Ich helfe euch sehr, sehr gerne. Zeit habe ich, ja, am Tag immer eine Stunde, zwei für sowas. Aber ich versuche mich halt schnellstmöglich drum zu kümmern. Auf jeden Fall, ich verspreche es euch. Dann würde ich einfach mal an dieser Stelle sagen, das war es erstmal von mir wieder. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen, ihr Simulanten. Und bis zum nächsten Tutorial.